Du, ich wollte dich fragen, was machst du? Ich bin ein Mittelding zwischen Portier und Feuerwehrmann. Ist auch nicht schlecht, oder? Im Prinzip Sicherheitsleitstand hast du da. Ich bin ja eigentlich von der Betriebsfeuerwehr. Also wirklich? Ja, es gibt ja eigene Betriebsfeuerwehr. Fürs Theater? Wie viel Satz ist denn Leute? 8 Hauptberufliche und 13 quasi, sag ich mal, unter Anführungszeichen Freiwillige, die was sie lukrieren, quasi von der Bühnentechnik und von Schlosserei und Tischlerei. Wie wird man Feuerwehrmann? Ich war schon immer seit mittlerweile 26 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und zufälligerweise habe ich das dann in der Zeitung quasi gelesen, dass sie einen Feuerwehrmann suchen hauptberuflich. Cool. Hat mich dann beworben. Und du sitzt jetzt immer da oder wechselst du? Oder? Ja, momentan bin ich eher öfters da, aber ich wechsle natürlich auch immer von da bzw. auf Bühnendienst heißt das bei uns, also okay. Die Sicherungsdienste und so weiter. Das ist, wenn auf der Bühne ein Feuer ausbricht, dass er da ist? Genau, dass er da ist. Es passiert immer wieder was. Dort einmal ein Scheinwerfer, der was sagen wir, zum Rauchen anfängt, wegen einem Kabel, wegen einem Teppich dabei hängt oder irgendwelche Sachen. Also Gott sei Dank ist nicht recht mehr passiert. Okay. Kaum ist eine Zigaretten oder Kerzen oder was drin, muss das Ganze quasi gewarnt, die Kostüme, Bühnendekorationen aus dem B1 ausgeführt sein, das heißt schwer brennbar. Also heißt, da gibt es wirklich Sicherheitsnormen? Genau, der als Feuerwehrmann, das hat den Vorteil, wenn man Bühnendienst hat, man sieht das Stück. Und die andere Tätigkeit, so jetzt als Portier, der Posten ist immer zu zweit besetzt da? In der Hauptzeit quasi sind wir zu zweit da. Ja. Und quasi dann in Abendstunden, wo eigentlich keine Anlieferung oder sonst mehr da ist, dann sind wir dann allein. Und da, was ist alles überwacht, beinhart? Ja, überwacht im Prinzip ist keine eigentliche Überwachung, sondern nur als Sicherheit. Und zwar, wir haben da, das sind nicht alle Kameras, aber die wichtigsten, zum Beispiel die Einfahrtstore, wenn zum Beispiel einer nicht rauskommt bei einem Schranken oder so. Okay, das, solche Sachen. Machen kannst, ja. Und das ist im Prinzip dann der Brandschutzplan. Da sieht man zum Beispiel einen Teil von der Bühne. Sofort, eigentlich, wenn der Brandmelderalarm kommt, dann sieht man dann da gleich, wird das alles aufgeschlagen und da sieht man es dann rot zum Beispiel. Was sofort, wo wir hin muss. Genau. Ja, cool. Gut, dann stört ihn nicht mehr länger, so gebe ich besten Dank. Ja, bitte, bitte. Mach's gut. Du auch. Ciao. Ciao, bitte. Tschüss.